Das Artemis-Programm der NASA schreitet mit großen Schritten voran. Um Menschen auf dem Mond zu landen, wollten sie ursprünglich zwei Bewerber haben, die unabhängig voneinander verschiedene Systeme entwickeln. Der Grund dafür ist, dass sie schmerzhaft gelernt haben, dass ein einziger Anbieter unweigerlich zu einer Monopolstellung des Lieferanten und somit zur Erpressbarkeit des Kunden, also der NASA, kommt. Da kann die NASA, aber auch die ESA Lieder von singen. Deswegen hatte die NASA einen Wettbewerb veranstaltet und dazu eingeladen, Vorschläge für Mondlandefähren einzureichen. Es hatten sich damals SpaceX, Blue Origin und Dynetics jeweils mit einem Vorschlag beworben. Parallel dazu versuchte die NASA, das Budget vom Kongress klarzumachen. Und zwar so viel, dass sie zwei Bewerber auswählen hätten können. Der Kongress sparte und genehmigte aber nur Budget für eine Landefähre. Damit war eigentlich schon klar, dass SpaceX das Rennen gewonnen hatte. Daraufhin klagte Blue Origin die NASA. Das habe ich dann auch in einem eigenen Video ausführlich behandelt. Es ist in der Videobeschreibung unten verlinkt. Inzwischen dürfte es dem Kongress eingeleuchtet haben, dass sie so keinesfalls sparen würden. Denn über kurz oder lang würde man SpaceX somit die alleinige Macht über die Mondlandefähren geben und sie könnten dann mit dem Preis tun und lassen, was sie wollen. Also hat die NASA dieses Jahr erneut dazu aufgerufen, Entwürfe einzureichen und Blue Origin und Dynetics meldeten sich wieder. Während Dynetics den gleichen Lander wie 2021 einreichte, hat sich Blue Origin dieses Mal etwas mehr Gedanken gemacht und einiges geändert. Und genau dieses Human Landing System oder HLS von Blue Origin schauen wir uns jetzt genauer an und nehmen das auch gleich als Anlass, um Blue Origin allgemein genauer zu beleuchten. Denn sie machen im Moment echt coole Dinge und ich werde zu einem immer größeren Blue Origin Fanboy. Der Lander ist so designt, dass er exakt in die 7 Meter Nutzlastverkleidung der hoffentlich bald bereiten New Glenn passt und er ist 16 Meter hoch. NASA Spaceflight ist im April über Cape Canaveral drüber geflogen und konnte einige interessante Bilder schießen. Was zunächst direkt ins Auge sticht, ist, dass ihr Campus rasant wächst. Erinnert mittlerweile ein wenig an SpaceX. Aber Blue Origin geht einfach ganz anders an die Sache heran. Erst in 20 Jahren werden wir wohl sehen, wer langfristig die bessere Strategie gefahren hat. Kurzfristig ist mal SpaceX eindeutig vorne. Jedenfalls ist ein neuer Oberstufentank, auch unter dem Namen Jarvis und Clipper bekannt, hier in diesem Gebäude zu erkennen. Dieses Gebäude wird vermutlich verwendet, um solche Zweitstufen zu testen und zu reinigen. Auch im Hochschutz befindet sich ein Tank. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Erststufe, aber mit großer Sicherheit noch nicht um Flughardware. Bei Blue Origin ist es immer ein größeres Ratespiel als bei manch anderen Unternehmen. Aber langsam macht mir dieses Ratespiel Spaß. Was aber mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass Blue Origin jetzt einiges ausgearbeitet hat und nun an mehreren Stellen die Produktion und Testkampagnen hochfährt. Was ich echt cool finde, ist dieses Gebäude, das Blue Origin errichtet, um darin an der Entwicklung ihrer Raumstation Orbital Reef zu arbeiten. Das ist aber alles erst der Anfang. Es wird noch so viel cooler. Auf dem Start- und Testgelände ist inzwischen auch viel mehr Aktivität zu erkennen. Hier ist diese Struktur auf dem Startpad. Die Jungs und Mädels von NASA Spaceflight vermuten, dass es sich hier um einen Simulator für die zweite Stufe handelt. Wenn du jetzt mitgerechnet hast, wirst du vermutlich auch zum Ergebnis kommen, dass wir eine Unter- und eine Oberstufe haben, die nicht mehr wie Mockups aussehen. Das lässt mich darauf schließen, dass Blue Origin wohl bald einen vollen Integrationstest der beiden Stufen auf dem Startgelände durchführen könnte. Einfach mal die beiden Stufen aufeinander setzen und vielleicht auch betanken. Übrigens, bevor wir zu den ganz coolen Dingen und zum HLS kommen, möchte ich noch eine Sache zu New Glenn Oberstufe loswerden. Blue Origins Plan war ursprünglich, die Oberstufe, wie es die Falcon 9 auch macht, nach jedem Flug wegzuwerfen. Aber als SpaceX vor 2 Jahren die Starship-Testkampagne hochgefahren hat, hat Blue Origin eine Kehrtwende gemacht und die Oberstufe umdesignt, sodass auch diese wiederverwendbar sein wird. Es hat zwar 20 Jahre gedauert, aber die volle Wiederverwendbarkeit der Dinge ist dann auch bei Blue Origin angekommen. Finde, das kann man ruhig feiern, denn es ist nicht leicht, Fehler einzugestehen und dann auch noch konkrete Maßnahmen zu setzen. Ein Problem, das sie hatten, war vor allem, dass sie viele Leute aus dem Old Space abgeworben hatten, die natürlich alles immer so machen wollten wie bisher schon.
Aber in den letzten 2 Jahren hat es viele Personalrochaden gegeben und jetzt habe ich das Gefühl, dass Blue Origin auf einem sehr guten Weg ist. Jetzt schauen wir uns endlich den neuen HLS-Entwurf an. Worüber noch niemand gesprochen hat, ist, dass sich das Konglomerat bzw. das Team um Blue Origin geändert hat. Bei der ersten Bewerbung hatte, wie auch dieses Mal, Blue Origin die Führung. Um sie herum waren Lockheed Martin, Northrop Grumman und Draper. Dieses Mal besteht das Team aber aus Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic und Honeybee Robotics. Was ist dir aufgefallen? Northrop Grumman ist weggefallen und Astrobotic und Honeybee Robotics sind dazugekommen. Leider haben sie bei der Pressekonferenz nicht dazu gesagt, warum Northrop Grumman weggefallen ist. Das wäre aber echt interessant herauszufinden, was da passiert ist. Dynetics Entwurf wurde nicht angenommen und SpaceX war überhaupt von dem Wettbewerb ausgeschlossen, da sie schon im Artemis-Programm sind und man zusätzliche Bewerber haben wollte. Finde ich durchaus vernünftig. SpaceX hat ja eh schon 2 Aufträge für HLS-Landungen auf dem Mond im Rahmen von Artemis 3 und 4. Blue Origin soll die Landung im Rahmen von Artemis 5 im Jahr 2029 durchführen. Und ab Artemis 5 möchte man mindestens einmal im Jahr Menschen zum Mond schicken. Zumindest was das Artemis-Programm angeht. Denke, dass es bis dahin schon private Missionen zu unserem größten Satelliten gibt. Das Blue Origin HLS heißt übrigens weiterhin Blue Moon. Das Design ist aber im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt. Auch hier hat Blue Origin alles neu gedacht. Der erste Entwurf sah vor, dass ähnlich wie bei den Apollo-Missionen jeder Lander zurückgelassen wird und nur die Crewkabine zurück in den Mondorbit kommt. Dafür saß die Crewkabine ganz oben auf dem Lander. Beim neuen Blue Moon ist die Crewkabine ganz unten und darüber befinden sich die Tanks. Ganz klarer Vorteil beim neuen Design ist, dass der Zugang zur Mondoberfläche erleichtert wird. Im Gegensatz zum Starship HLS reicht bei Blue Moon schon eine kleine Leiter, um auf die Mondoberfläche zu treten. Bei Starship ist die Crew von einem Aufzugsystem abhängig. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist, wie beim Starship HLS auch, dass man es für mehrere Missionen verwenden kann. Man muss den Lander nur einmal in die Mondumlaufbahn und zur Gateway-Station bringen und kann ihn dann mehrmals verwenden. Das Einzige, was zu tun ist, ist die Landefähre aufzutanken. Die Missionsarchitektur ist die gleiche wie bei Starship auch. Eine SLS-Rakete wird 4 Astronauten in der Orion-Kapsel zur Gateway-Station schicken. Parallel dazu oder kurz davor bringt Blue Origin Blue Moon mit ihrer New Glenn in den sogenannten Near Rectilinear Halo Orbit oder kurz NRHO. Das ist ein spezieller Mondorbit und dockt mit der Gateway-Station. Die Crew steigt von der Kapsel in den Lander und macht sich auf eine Woche lange Reise zum Südpol des Mondes. Blue Moon soll 4 Crewmitglieder etwa 30 Tage lang auf dem Mond versorgen können. Also wenn ich das richtig verstanden habe, können darin 4 Menschen rund 37 Tage leben. Aber Artemis 5 wird vermutlich nicht ganz so lange dauern. Im wiederverwendbaren Modus kann Blue Moon 20 Tonnen Nutzlast auf der Mondoberfläche landen. Im Wegwerfmodus bzw. wenn man den Lander auf dem Mond lässt, zum Beispiel wenn die Fähre in weiterer Folge als Habitat genutzt wird, kann man etwa 30 Tonnen Nutzlast befördern. Das Trockengewicht der Fähre liegt bei 16 Tonnen. Vollgetankt war die Rede von mehr als 45 Tonnen Gewicht. Es könnte jedoch sein, dass mehr Treibstoff in die Tanks passt, denn wie vorhin schon erwähnt, dieses HLS ist für die New Glenn optimiert und sie kann 45 Tonnen ins Leo befördern. Mit zusätzlichen Tankern könnte man vermutlich noch mehr Treibstoff in das Ding hineinpumpen. Hau an dieser Stelle gerne auf Daumen hoch und abonniere Mars Chroniken, wenn du das noch nicht gemacht hast. Das hilft sehr, vielen Dank. Vorgesehen sind bis 2029 2 Pathfinder-Missionen, bei denen unbemannte Blue Moon-Fähren auf dem Mond landen werden. Genau wie es bei Starship auch geplant ist. Ein Jahr vor Artemis 5, also 2028, wird ein identes HLS auf dem Mond aufsetzen und eine komplette Missionsarchitektur durchspielen. Dann wieder abheben und an die Gateway-Station docken. Für Artemis selbst kommt dann eine brandneue Fähre zum Einsatz. Davor noch wird es 2 weitere Tests geben, bei denen die Flugsteuerung, die Lageregelung und die BE-7-Triebwerke getestet werden. Also insgesamt 3 Testflüge vor Artemis 5. 2 davon sollen tatsächlich auch auf dem Mond aufsetzen. Wir haben schon etabliert, dass die Crewkabine hier unten ist. Darüber ist der Tank für flüssigen Sauerstoff oder kurz LOX. Und der ganz große Tank dient zur Lagerung von flüssigem Wasserstoff, also LH2.
Wer das SLS-Drama mitverfolgt hat, dem wird bekannt sein, dass die Wasserstoffmoleküle so klein sind, dass sie sogar durch kleinste Spalten und Öffnungen in Schweißnähten durchgehen können. Zudem ist es unglaublich schwer, Wasserstoff flüssig zu halten, da es konstant auf 20 Kelvin gehalten werden muss. Das entspricht etwa minus 253 Grad Celsius. Dank der umfangreichen Erfahrung, die sie mit der New Shepard gesammelt haben, konnten sie nun mit großem Selbstvertrauen ankündigen, dass sie an einem System arbeiten, bei dem 0% Wasserstoff verdampft und verloren geht. Das wird für Treibstofftransfers im All und auf dem Mond notwendig sein. Das ist revolutionär. Die NASA hat diese Kunst bis heute nicht gemeistert. Da Blue Origin ganz radikal den mitgeführten Treibstoff auf LH2 reduzieren will, wird zum ersten Mal für ein solches System tatsächlich LH2 und LOX für die Lagerregelung verwendet. Normalerweise hat man hypergole Treibstoffe oder faule Gase wie Stickstoff für solche Zwecke verwendet. Also hier auch noch einmal eine große Neuerung. Um den LH2-Tank sind vier große Paneele. Zwei davon sind Solaranlagen. Zwei davon sind Radiatoren, die notwendig sind, um das LH2 auf 20 Kelvin zu halten. Wasserstoff ist überall im Universum reichlich vorhanden. Wenn man gut damit umgehen kann, ist das von großem Vorteil für die Zukunft der Menschheit unter den Sternen. Außerdem hat Blue Origin bereits mehrmals anklingen lassen, dass sie Interesse daran haben, in Zukunft mit Nuklearantrieben zu arbeiten, welche bekanntlich am besten mit Wasserstoff funktionieren. Zusätzlich verfügt der Lander über Hochgewinnantennen, die wie vieles andere in diesem Lander auch, die Ansprüche der NASA übertreffen. Wir kommen auch gleich dazu, warum Blue Origin so viele Ansprüche der NASA übertrifft. Vorher müssen wir uns noch ansehen, wofür die verschiedenen Partner zuständig sind. Lockheed baut den CIST Lunar Transporter und ist für das Tanken im All, sei es im LEO, NRHO oder auf dem Mond zuständig. Draper baut das Navigations- und Steuerungssystem und übernimmt das Training sowie die Simulationen auf der Erde. Astrobotic kümmert sich um die effiziente Unterbringung der Nutzlasten, während Honeybee Robotics für das Laden und Entladen zuständig ist. Und zu guter Letzt ist unser guter Freund Boeing für die Docking-Systeme zuständig. Der exakte Gesamtpreis der Blue Moon-Entwicklung ist unbekannt. Aber Blue Origin wird mehr als die Hälfte der Entwicklungskosten selbst übernehmen und die NASA steuert 3,4 Milliarden US-Dollar bei. Also reden wir von mindestens 6,8 Milliarden US-Dollar. Zudem handelt es sich um einen Fixpreisvertrag. Das heißt, wenn die ganze Sache am Ende mehr kosten sollte, dann gibt es kein extra Geld für Blue Origin. Im gegenteiligen Fall, also wenn sie besonders effizient sind und nicht alles verbrauchen, dann bleibt ihnen vielleicht ein Gewinn übrig. SpaceX steuert auch einiges selbst bei, hat von der NASA aber rund 4 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung und Durchführung von zwei Missionen erhalten. Wer Blue Origins Entwicklung etwas mitverfolgt hat, dem wird bekannt sein, dass Blue Origin jetzt noch nicht unbedingt viel Kohle abwirft. Und das, obwohl es sie seit dem Jahr 2000 gibt. Erst seit etwa 2 Jahren fliegt die New Shepard und bringt einige verhältnismäßig kleine Umsätze ein. Dabei handelt es sich um einige Millionen pro Jahr. Wir reden hier aber von vielen Milliarden an Entwicklungskosten und noch mehreren Jahren an Vorlaufzeit, bevor sie wirklich Geschäfte machen können. Warum, fragst du dich? Blue Origin möchte nicht nur ein Anbieter für Raketendienstleistungen sein, sondern auch aktiv an der Ressourcengewinnung und an der Produktion von Gütern im All beteiligt sein. Sie möchten eine große Rolle einnehmen. Und das ist der Grund, warum Jeff Bezos seit 2,5 Dekaden mindestens 1 Milliarde Dollar pro Jahr in dieses Unternehmen steckt. Inzwischen ist auch klar, dass die NASA nicht der einzige Interessent für Blue Moon ist. Und hier sind wir auch schon bei den Gründen dafür, warum sie so viele Designanforderungen der NASA übertreffen. Die Partner selbst und einige andere private Unternehmen werden diesen Lander auch für private Zwecke nutzen. Und jetzt wird es erst richtig cool. Blue Origin hat es in ihren Labos geschafft, ohne menschliches Zutun aus synthetischem Mondregolith und Sonnenlicht hocheffiziente Solarzellen herzustellen. Das Programm nennt sich Blue Alchemist. Dabei stellen sie Strom aus Solarenergie her. Dieser Strom wird dann verwendet, um aus dem Mondregolith Eisen, Silizium und Aluminium herzustellen. Und das alles ohne, dass Menschen eingreifen müssen. Das geht alles robotisch. Aus diesen Materialien werden dann Solarzellen hergestellt und mit Glas beschichtet, sodass man sie viele Jahre in der Mondumgebung nutzen kann. Als Nebenprodukt entsteht Sauerstoff, den man wiederum zum Atmen und für die Herstellung von Treibstoffen nutzen kann.
Ich finde das genial. Was hältst du von dieser Entwicklung? Auf der Erde kann das natürlich auch ganz nützlich sein, wenn man ohne Emissionen Solarzellen herstellen kann. Das bedeutet, dass sie ernsthaft daran arbeiten, in Zukunft die Ressourcen auf dem Mond zu nutzen. Dazu braucht es nur eine Initialzündung von der Erde, dann sollte es möglich sein, dass man bald alle schädlichen Industrien von der Erde ins All oder auf den Mond verbannt, sodass wir die Erde länger schonen und erhalten können. Klar, wir haben große Probleme auf der Erde, aber Raumfahrt ist Teil der Lösung. Im All gibt es ausreichend Ressourcen, wo es niemanden stört, wenn man mal den einen oder anderen Asteroiden abbaut. Übrigens, wenn dich Asteroidenabbau interessiert, habe ich dir ein Video dazu in der Beschreibung unten verlinkt. Es gibt endlich Ermittlungsergebnisse zum NS-23-Unglück, der sich im September 2022 ereignete. Davor musst du noch unbedingt wissen, dass New Shepard nur der erste bescheidene Schritt für Blue Origin war und ist. Sie war nie gedacht, um jetzt die Massen an Gelder einzubringen. Sie erfüllt eher den Zweck, dass Blue Origin den Umgang mit flüssigem Wasserstoff lernt und die Triebwerke in den Griff bekommt. Und ganz wichtig, dass sie lernen, wie man eine Rakete landet und wiederverwendet. Dass sie dabei ein paar Dollar in die Kassen gespült hat, war nur ein kleiner, gern gesehener Nebeneffekt. Sie haben damit vor allem gezeigt, dass sie, wie SpaceX auch, es schaffen, die Kosten für Raketenstarts dramatisch zu senken. Und langsam bekommen sie auch ihre Triebwerksprobleme in den Griff. Ein Set an BE-4 Triebwerken ist bereits an ULA geliefert, damit mal der Jungfernflug der Vulcan Centaur stattfinden kann. Die New Glenn wird auch die BE-4 Triebwerke in der ersten Stufe verwenden. Und hier sehen wir ein Testfeuer eines BE-7 Triebwerks, welches bei Blue Moon zum Einsatz kommen wird. Sieht auch schon ganz in Ordnung aus. Die New Shepard nutzt ein Vorgängermodell des BE-3, welches auch in der New Glenn Oberstufe verwendet wird. Ein Blick in die Triebwerksfertigung hier in Huntsville, Alabama zeigt, dass hier schon Hochbetrieb herrscht, was darauf schließen lässt, dass sie bereits vieles im Griff haben. Jetzt sind wir aber abgeschweift. Der Grund für den NS-23-Unfall war ein strukturelles Versagen der Triebwerksglocke wegen zu hohen Betriebstemperaturen. Die Triebwerksglocke war zuvor modifiziert worden. Als die Glocke auseinanderbrach, stellte das Fluchtsystem der unbemannten Crewkapsel einen von der Norm abweichenden Schubvektor fest, stellte den Booster ab und löste die Flucht der Kapsel aus. Während die Kapsel sicher landete und wiederverwendet werden kann und wird, flog die Rakete innerhalb der Sicherheitszone weiter und legte eine harte Landung in West Texas hin. Warum die Rakete nicht gesprengt wurde, dürfte daran liegen, dass sie zu keiner Zeit eine Gefahr für Menschen oder menschliches Eigentum darstellte. Man hatte Telemetriedaten bis zum letzten Moment und konnte daher die ballistische Flugbahn genau vorhersagen. Das alles stellte eine Kommission bestehend aus Blue Origin Mitarbeitern, der FAA, der US-Flugaufsichtsbehörde und einigen anderen Behörden fest. Weiters empfiehlt die Kommission keine zusätzlichen Vorkehrungsmaßnahmen, außer dass man den Fehler im Triebwerk behebt. Alle Sicherheitssysteme haben nach Vorschrift funktioniert. Wären Menschen an Bord gewesen, wären sie mit dem Schrecken davongekommen. Ende 2023 wollen sie einen erneuten Versuch starten, die Kapsel und ihre Nutzlasten über die Kármán-Linie zu bringen. An dieser Stelle geht ein großer Dank raus an alle Kanalmitglieder und Patrons, die diesen Kanal ermöglichen. Danke euch! Damit Mars-Chroniken nachhaltig erhalten bleibt, brauche ich unbedingt noch mehr Unterstützung. Wenn auch du hinter die Kulissen blicken und dabei helfen möchtest, Mars-Chroniken größer und professioneller zu machen, dann findest du alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Zirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten. Per aspera ad astra.